Ja, wir haben mit unseren beiden Blockheizkraftwerken die Möglichkeit, ca. 50% unseres gesamten Strombedarfs hier am Flughafen zu decken. Und wir stehen ja auch gerade hier in der Schaltzentrale, sozusagen im Schaltraum des Blockheizkraftwerk 2, welches ja gerade erneuert wird. Ja, damit haben wir wieder einen weiteren Baustein dazu beigetragen, hier hocheffizient und wirtschaftlich Strom und Wärme zu erzeugen. Die Blockheizkraftwerke funktionieren nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung. Das heißt, wir haben einen mit Gas befeuerten Motor, der einen Generator antreibt, der dann wiederum Strom erzeugt. Und die im Motor entstehende Wärme wird über diverse Wärmetauscher dann entnommen und dem Netz, unserem Nahwärmenetz, zugeführt. Ja, da beheizen wir im Winter den größten Teil des Flughafens mit, insbesondere die Terminals und die TUI-Fly-Basis, und machen ganzjährig die Warmwasserbereitung über diese Wärme. Und im Sommer, das ist eine kleine Besonderheit, haben wir eben auch Absorptionskältemaschinen, die aus dieser Wärme wiederum Kälte erzeugen, mit denen dann die Terminals und Gebäude gekühlt werden. Also ich denke, jeder, der am Airport arbeitet, der ist mächtig stolz, hier sein zu dürfen. Und ja, wenn man dann sieht, wie sich das alles über die Jahre verändert und verbessert, auch gerade wenn man Beleuchtung anspricht, die neue LED-Vorfeldbeleuchtung oder jetzt die neue Straßenbeleuchtung, die wir in Kürze installieren werden, auch auf LED-Basis. Das sind dann einfach so Themen, wo das Herz dann auch wieder ein bisschen höher springt und sagt, jawohl, da haben wir wieder einen Schritt nach vorne getan. Macht sehr stolz, ja.